Der Dollar hat seinen Gipfel grundsätzlich den Zenit seiner Existenz überschritten. Wenn die Amerikaner zu der Erkenntnis kommen, dass diese Situation Bestand hat und nicht anders abzuwenden ist als mit den bisherigen Instrumenten, nehmen sie den Hammer. Guten Morgen, Herr Bernecker, ich begrüße Sie. Guten Morgen, Herr Thyssen. Ein starker Goldpreis, ein schwacher Dollar. Ich will mal mit dem zweiten Teil unserer Betrachtung einsteigen, also mit dem Dollar. Was steckt aus Ihrer Sicht primär hinter der Schwäche des Greenback? Der Dollar hat seinen Gipfel grundsätzlich den Zenit seiner Existenz überschritten. Das begann schon vor 20 Jahren. Das glaubt natürlich niemand und damit stehe ich wahrscheinlich schon alleine. Wie schwierig das ganze Thema ist, versuche ich in wenigen Formulierungen zusammenzugreifen. Aber zufälligerweise in der heutigen FAZ vom 28. August gibt es eine interessante Betrachtung, dazu insbesondere aus der Sicht der Zinsen. Jede Währung erreicht einen Gipfel und anschließend überzieht er seine Möglichkeiten, weil die Politik dieses Landes zu weit geht und dann beginnt in der Regel der Rücklauf. Das gute Vorbild dafür ist das Pfund, was die einen oder anderen wissen. Das Pfund erreichte vor 100 Jahren seine absolute Spitze, seinen Zenit am Ende des Ersten Weltkrieges. Was danach kam, ist den einen oder anderen bekannt. Das sicherste Anzeichen für eine solche weitere Entwicklung ist die Art, wie das jeweilige Land, in diesem Fall auch die USA, ihre Verschuldung steuern. Jede Währung ist so gut, wie dahinter Schulden stehen oder entschuldet werden kann. In den letzten 8 Jahren hat sich die Verschuldung, die Staatsverschuldung, nicht die private, um 60% erhöht. Die Schuldenquote liegt jetzt bei ungefähr 130% und nach den Hochrechnungen werden es am Jahresende 140 sein. Das bedeutet, dass die Treasury Bonds, die ja das Gegenstück sind, weniger gefragt sind oder in ihrer Bonität abnehmen. Die Abstufung des Ratings ist ohnehin schon begonnen worden. Das hat zur Folge, dass jede Währung, die an Qualität verliert, natürlich in den Zinsen eine Art Risikoprämie akzeptieren muss. Die ist zunächst winzig, vielleicht nur 0,1%, 0,2% und so weiter. Wie die Amerikaner aus dieser Schuldenklemme herauskommen wollen, ist bisher unbekannt, obwohl es solche Möglichkeiten gibt. Vor 20 Jahren hat der Dollar noch eine große Rolle als Währungsreserve gespielt mit einem Anteil von rund 73%. Ende des Jahres werden es voraussichtlich 52, 51% sein, Tendenz sinkend. Das bedeutet, dass alle Notenbanken ihre jeweiligen Währungsreserven neu strukturieren oder ihre Handelsbilanzüberschüsse anderweitig verwenden oder anlegen und nicht mehr oder weniger im Dollar. Fast alle. Das hat zur Folge, dass der Bestand an Dollar als Handels- und als Reservewährung abnimmt. Wir reden jetzt über Trends über lange Zeit. Der Dollar bleibt deshalb immer noch die wichtigste und größte Finanzwährung in allem, was mit Geld zu tun hat, also den Kapitalmärkten. Das Volumen der Kapitalmärkte bleibt gigantisch hoch. Das ist kein Widerspruch. Als Instrument für Finanzgeschäfte aller Art, inklusive des Aktien- und Anleihemarktes plus des inzwischen riesengroßen Future-Marktes von Chicago aus gesehen, hat der Dollar also eine wichtige Funktion als Instrument, aber nicht mehr. Vertrauen hat er verloren und er verliert es weiter. Die nächste Wahl wird dies schon zeigen, egal wer Präsident wird.
Meine Damen und Herren, wenn Sie zum ersten Mal auf unserem Kanal sind, herzlich willkommen. Beteiligen Sie sich gerne mit einem konstruktiven Kommentar und abonnieren Sie unseren Kanal, auch wenn Sie noch leichteren Zugang zu zukünftigen Beiträgen haben wollen. Vielleicht zwei Takte zur Einordnung. Hansa Bernecker ist kein x-beliebiger Finfluencer, der sich gerade mal ein paar Jährchen mit Börse beschäftigt. Nein, Hansa Bernecker steht für mehr als 60 Jahre Börsenerfahrung. Das findet man nun wirklich nicht an jeder Ecke. Und Hansa Bernecker steht für den Mut, auch gegen den Strich der Mehrheitsmeinung zu bürsten, wenn das sinnvoll erscheint. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn Sie noch mehr aus unserer Redaktion wollen, abonnieren Sie auch gerne unseren kostenlosen Experten-Newsletter. Zurück zur Sendung. Seitenblick auf die US-Leistungsbilanz. Im vergangenen Jahr zeigte diese ja ein Defizit, ich glaube, es waren grob 820 Milliarden Dollar. Wie stellen Sie sich eine künftige Handelspolitik der Amerikaner vor, wenn die Finanzierung eines solchen Defizits keine Selbstverständlichkeit mehr ist oder zumindest eine Frage anderer Preise, anderer Zinsen? Wie würden Sie die außenpolitische oder die wirtschaftspolitische Linie der USA da erwarten? Wenn die Amerikaner zu der Erkenntnis kommen, dass diese Situation Bestand hat, und nicht anders abzuwenden ist als mit den bisherigen Instrumenten, nehmen Sie den Hammer. Und dann werden Sie eben mit über Zoll und anderen Maßnahmen Ihre Wettbewerber oder Ihre Position im Markt zu verteidigen versuchen. Das haben Sie immer getan und Sie werden es auch weiter tun. Egal, ob die Deutschen oder die Europäer schreien oder nicht schreien. Mit den langfristig niedrigen Zinsen in Japan und der Schwäche des Yen dürfte ja der Yen eine deutlich wichtige oder sehr wichtige Finanzierungswährung gewesen sein. Wie hoch hängen Sie das Risiko, dass bei einer weiteren Aufwertung des Yen entsprechende Carry Trades aufgelöst werden, also Kredite zurückgezahlt, Yen-Kredite, und dann eben aber auch Assets verkauft werden, die man auf Pump im Yen gekauft hatte? Das müssen ja nicht nur Anleihen sein, es können auch Aktien sein. Hängt dieses Damoklesschwert immer noch über dem Markt? Ja, wesentliche Beträge, die herumgereicht werden, es gibt ja keine Genauigkeiten, gehen davon aus, dass etwa die Hälfte der ursprünglich rund 40 Billionen Dollar Tretblase es beseitigt ist, vielleicht auch etwas mehr. Der Rest ist offen. Klar ist aber, nicht bewiesen, aber aus den Research-Ergebnissen erkennbar, ein großer Teil der Carry Trade beinhaltet Investitionen in den großen Ticks, die ja das Volumen hergeben, gegen Yen als Finanzierung. Zurück zu unserem Motto, Gold schlägt Dollar. Was sind in diesem Gesamtumfeld die Argumente für eine weitere Stärke bei Gold? Der Goldtrend ist relativ leicht messbar. Alle Zahlen liegen vor. Der Gold Council legt die Zahlen ja jedes Quartal vor. Und jeder kann sie nachprüfen. In wenigen Worten erklärt. Der Goldbestand an der Welt wird mit 166 bis 170.000 Tonnen angenommen. Die dürfte richtig sein, die Zahl. Etwa 40.000 liegen noch in der Erde. Davon sind etwa 20 bis 25 nach den jetzigen technischen und finanziellen Bedingungen abbaubar. Die jährliche Produktion liegt bei etwa 2200 Tonnen. Das bedeutet, in 10 Jahren wäre dann die Reserve theoretisch aufgebraucht. Die Goldnachfrage ist relativ sicher erkennbar. Einmal sind es die Notenbanken der Welt. Darauf komme ich gleich im Zusammenhang mit dem Dollar zu sprechen. Und zum anderen die Privatanleger, die bis 2021 noch von Deutschland dominiert wurden, seitdem übermäßig von Chinesen bzw. Indern. Diese Nachfrage hat auch eine Größenordnung um die 2000 Tonnen pro Jahr. Das heißt, sie haben etwa 2500 Tonnen seitens der Notenbanken und 2000 seitens der Privaten. Umgekehrt ist das Angebot aus der Produktion, wie gerade gesagt, und den Goldverkäufen der Privaten, die auch stattfinden, wobei Deutschland seit 3 Jahren erstmals größter Verkäufer ist. So, das ist die Ausgangslage. Die Notenbanken kaufen pro Monat etwa 220 Tonnen, immer nach der gleichen Quelle. Dann kann man sich ausrechnen, welche Nachfrage im Markt wirksam ist. Rechnerisch etwa 1.000 Tonnen. Das sind diese 1.000 Tonnen, die den Markttrend bestimmen. Das bedeutet, Schritt für Schritt, in kleinen Schritten also, als Trend
solange diese Marktteilnehmer im Markt bleiben. Ich habe 5%, die 5% Goldquote auf 10% im Frühjahr angehoben, dabei bleibe ich. Nicht aufregend, aber es ist ein guter Stabilisator in einem Privatportfolio. Und wird der Goldpreis ja typischerweise in Dollar ausgedrückt, verliert der Dollar an Wert, dann muss eine Goldstärke aus Euro-Sicht oder Euro-Anleger-Sicht ja nicht unbedingt zwangsläufig auch der große Renner sein. Erwarten Sie also eine überproportionale Aufwertung von Gold, also auch über eine bloße Abschwächung des Dollar hinaus? Ja, ein paar Prozente sind dann immer drin. Das ergibt sich der Barrenpreis in Dollar und in Euro. Schwankt natürlich durch den Originalpreis und zum anderen den Währungskurs Dollar-Euro. Also kleine Bewegungen sind immer möglich. Kommen wir dann zum aktuellen Marktumfeld, machen vielleicht da ein kleines Update. Am 31.07.2024 hatten wir am Bernecker TV getitelt mit »Der Börsenherbst wird stürmisch«. Das Timing kann sich sehen lassen. Kurz nach unserer Aufzeichnung hat es geknallt am Aktienmarkt. Nun hat es allerdings in den letzten Wochen oder innerhalb der letzten Wochen auch eine denkbar starke Erholung gegeben. Die Bullen haben die Muskeln komplett spielen lassen. Bleibt es bei Ihrer Erwartung eines stürmischen Börsenherbstes? Heute am 28. August, übrigens Geburtstag von Goethe, zum 275. Mal, haben beide für uns interessanten Indizes, nämlich DAX und S&P, nur eine Differenz von ungefähr 1% bis zu einem neuen Rekord oder dem alten Rekord oder Differenz einen neuen Rekord zu schaffen. Heute Abend, ich rede von Mittwoch, wird also Nvidia wahrscheinlich einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, ob der S&P tatsächlich es schafft, über die bisherige Spitze auszubrechen nach oben. Weiß ich nicht. Vom Momentum her unklar. Denn alle anderen werden damit irgendwie beeinträchtigt werden. Der DAX, dem fehlen ebenfalls 1%. Beide stehen also in der gleichen Situation. Ein Schritt weiter, dann entsteht ein Break, nämlich neuer Rekord. Was heißt das? Für alle Techniker ist das ein Ausbruchssignal. Dann entscheidet das Momentum, das in jedem Markt steht, also die Umsätze, die hinter diesen Kursen stehen, ob es tatsächlich eine Bullenfalle wird. Die rennt dann bis 8.000, 19.000 und vielleicht sogar 20.000 im DAX und vielleicht 300, 400 Punkte im größeren S&P. Und dann hätten wir die Situation, dass wir alle wetten können. Ist das nur eine Bullenfalle mit anschließender Korrektur oder ein neuer Ausbruch, eine neue Tendenz zu neuen Zielen, die anders definiert werden müssen oder können? Eine so spannende Situation hat es selten gegeben, aber einige ähnliche Fälle gab es schon. Wird kein Break entstehen. Und gibt es eine Doppelspitze, dann weiß jeder Techniker, was das zu bedeuten hat als Korrektur. Dann stehen wir vor der Situation der Herbstkorrektur, der erneuten oder zweiten Korrektur, wie Sie es bezeichnen wollen. Das wird der spannende September. Meine Damen und Herren, wenn Sie die Erfahrung von Hansa Bernecke gerne regelmäßig in Anspruch nehmen möchten, dann abonnieren Sie doch die Aktienbörse. Das ist das Flaggschiff in unserem Börsenbriefsortiment. Ein Brief vom Team um Hansa Bernecke. In meinen Videogesprächen mit Hansa Bernecke geht es ja doch eher um das Big Picture, um das Makrobild. Der Brief ist eine Ergänzung dazu mit Aktienbetrachtungen und mit dem Blick auf konkrete Chancen bzw. Spekulationen, also noch näher dran an Ihrem Depot. Lernen Sie diesen Brief gerne mal kennen. Vielen Dank, Herr Bernecker, für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ihnen noch einen richtig guten Rest der Woche, richtig viel Erfolg an der Börse. Machen Sie es gut.